Okay, wow. Blitzlicht. Muss eine Raketenwaffe ausrüsten. Die sieht aus wie in meinem Kopf. Wieder halt nicht. Riesenmenge heiße Luft und komische Dinge in der was. Distanz. Ja, los. Der Wachposten, Verteidiger der Komma. An welchen Kopf schieße ich jetzt von ihm ab? Mache ich jetzt vierfachen Schaden, weil er vier Gesichter hat. Wirklich, tötet diesen Wächter und die Kammer gehört uns! Los, okay, wow. Ein schönes, fettes. Er ist Deadpool. Lass es Granaten regnen. Alter, ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Mehr. Ich auch nicht. Ich werf einfach nur noch. Ich hab ja Homing-Granaten. Die finden den schon. Aua. Ah, ich seh ihn mal wieder. Ja, geht's nicht. Volles Leben. Alles klar. Ich hol dich. Oh Gott. Ach, das sind deine Digi-Jacks. Ich hab gerade deine Digi-Jacks abgeschossen. Ist in Ordnung. Das ist auch so ein Kampf, wo ein Sniper eigentlich nutzlos ist. Da hast du nicht genug Zeit, finde ich. Richtig. Wobei ich echt viel Schaden machen könnte, ich probier's mal. Wo ist denn der Typ? Ja. Wir haben mein Laserschwert. Alter, halt das Schild rein. Jesus. Girl. Hat er jetzt halt wieder ein Schild. Ja, die ganze Zeit schon. Der ist halt wieder so schnell. Ist genauso schnell wieder weg. Ich wollte den Funfact wissen. Seinen Kopf abzuschießen ist kein Headshot. Was ist denn bei ihm der wunde Punkt? Jetzt ist er verwundbar. Und ich bin... Alter, oh, die Granate. Hilfe! Mondstein. Das war aber ein einfacher Bosskampf. Warte mal, erhöht fehlende O2 hat die Feuerrate und die Bewegungsgeschwindigkeit. Licht. Das wäre eigentlich was für mich. Magst du es haben? Ja. Okay, warte, ich werf's nochmal raus. So rüstet ihr mich gleich aus. Alter, Spiel! Jetzt. Danke. Na, was bist du denn für ein Schweinchen? Also den Kopf sollte ich treffen, oder? Ich probier's nochmal. Wow, wow! Du lieber Himmel! Naja, ich bin einfach so großartig! Ja, da müssen wir auch gar nicht den Kopf treffen, sondern... Er macht unglückliche Geräusche. Mein Gesicht ist abgefallen. Jetzt machen wir fertig. Endlich mal, ja. Glaub mal noch. Ja, jetzt ist er sowieso schon tot. Ja, jetzt geht es halt irgendwie ein bisschen arg schnell. Ah. Dankeschön, sonst wäre es langweilig weiter gewesen. Weiter geht's! Dann für den ganzen Scheiß nochmal von vorn. Einfach ins Gesicht reinballern. Ich bin tot. Ich schwebe. Ich schwebe. Er hat sein Gesicht verloren. Okay, dann zieh mich halt weg. Alter! Ja, ich kann dich nicht wiederbeleben! Ich hab den Wächter gekillt. Ich hab mich die ganze Zeit weggezogen. Er wollte dich. Alter! Was war denn das jetzt für ein Schuss? Ich weiß auch nicht, ich hab einfach auf den Kopf drauf gehalten gerade. Tito!
Bisschen Disco-Musik. Neues Gesicht! Ja, und endlich Gesichter hat er ja nicht. Er ist erstaunt. Jetzt ist er Säure, Mann. Obst kommt. Obst kommt. Er kotzt echt. Oh Gott. Das ist so widerlich. Ich find's cool. Ich komm mal zu dir rüber. Ah, okay. Neue Stärke aus irgendeinem Grund. Hau rein. Jetzt klar. Er ist von einem Dämon besessen, hat seinen Kopf gedreht. Deine Mutter lutscht in der Hölle. Hey, Level up! Komm, die Granaten, ich will die einsammeln. Ne? Geh mit deinem scheiß Arm da weg! Geh mit deinem Arm weg. Ja, ich bin jetzt auf seinen Arm draufgesprungen, komm, bin nicht mehr weggekommen. Ah, jetzt fliegt der ganze Crap hier rum. Ja, einfach mal einsammeln, wir können ja dann am Ende gucken. Müll hier. Okay, wenn wir das benutzen, was passiert dann nochmal? Was ist das? Ist das nicht das Spielende-Symbol? Ja gut, wir, bin nicht sicher. Wir können ja die Quest trotzdem noch machen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt hier nochmal war, ein Pre-Sequel, oder? Ich drück jetzt drauf. Okay. Ein Riesenbach. Gut gemacht. Halt Ausschau nach dem unheimlichen Roten. Ich will nicht gestört werden. Die war gar nicht dabei, dir, Thina. Hallo. Das ist alles. Fake News. Das kleine Ding. Was zum Teufel? Was für eine Waffe. Oh. Mein Gott. Jetzt kapiere ich. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich alles. Hey, Hübscher. Die Fiener steht einfach nur dran. Don't mind me. Ich bring sie um. Ich bring sie alle um. Oh. Zuerst such mir einen Arzt. Und dann tilgen wir diese dreckigen Banditen vom Antlitz Pandoras. Und dann wecken wir den Krieger. Den was? Das wird so cool. Wir überziehen den verdammten Planeten mit Feuer. Das gibt ein Geschrei. Banditen werden sterben. Rechts und links. Ich kann's kaum erwarten. Like it? Und so starb der Held, der uns auf der Helios gerettet hatte. Und da habe ich bei Handsome Jack gekündigt. Tut's dir leid, Jack geholfen zu haben? Ja. Und jetzt macht, was ihr wollt. Tötet sie! Was? Nein! Gäb's keine Leute wie sie, wären unsere Freunde vielleicht noch am Leben. Fertig? Das sind wir nicht, Lil. Das bist du nicht. Feuer! Was zum Teufel? Dies ist nicht die Zeit zu hadern, Kammerjäger. Hegt sie herauf und ihr braucht jeden Kammerjäger, den ihr bekommt. That's right. Bitches. Awesome. Jo.
das war's jetzt fast. Zwei Quests fehlen ja noch. Zumindest waren die auf der Quest markiert gewesen. Witzigerweise läuft jetzt bei mir gerade Feuerschwanz. Ja, das passt wahrscheinlich jetzt nicht zu den ursprünglichen Credits. Ich breche die an der Stelle mal ab. Kann man bestimmt so auf YouTube auch finden. Ja, da kommt noch ein Film. Ja, den lasse ich laufen. Wurde ersetzt, mein Töpfchen. Ab heute arbeiten Sie für mich. Wer? John, sind Sie das? Nenn mich Jack, Schätzchen. Handsome Jack. Mit seinem neuen Gesicht. Easy. Okay. Schön. Oh, wir starten einfach direkt wieder hier. Gut, dann verlassen wir die Kammer. Ja. Und dann geben wir die Quest ab. Ich glaube, man kann auf jeder Seite dann runterspringen. Die richtige Seite ist eine Verkürzung. Dein Penis ist eine Verkürzung. Ja, wenn er reingesteckt wird. Wenn wir jetzt hier schon an dem Shop stehen, gucke ich mal kurz, was ich bekommen habe. Es lacht. Ja, ich glaube, der Flo wird mich gleich küssen. Probier's vorher. Ich habe ein absolutes Grip. Ich probier's, bevor ich sie ihm gebe, kurz selber aus. Ah, okay. Also ich weiß nicht genau, was es macht. Der Schaden ist sehr gering, aber du wirst es dann schon rausfinden. Ich geb's dir mal. Das sieht teuer aus. Wiederholung. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was es macht, aber... Sieht lustig aus. Was behält man? Was verkauft man? Die Liebe. Hey, meine erste legendäre Waffe. Stimmt, gell? Da hatten wir gar nicht so Glück. Ne? Die ist kacke, die Waffe. Okay, dann verkaufe ich den Rest. Also sonst habe ich nichts Gescheites mehr gefunden. Die war auch nur Crap. Ich habe nicht mal eine blaue gehabt, ich habe nur grüne und so Zeug. Okay, das ist eine Portstation. Okay, seid ihr bereit zum Reisen? Noch nicht. Oh, warte mal. Ich glaube, es wäre fast sinnvoller, wir laufen zurück. Weil da gab es, glaube ich, keine Portstation, oder? Nee, lass uns erst die Quest abgeben, weil da gibt's einen Kopf. Vielleicht sieht der cool aus. Also sagt, wenn ihr soweit seid. Bin bereit. Moment noch. Köstliches Wasser. Jetzt da. Kaltes, klares Wasser. Klirre, klirre, schepper, schepper. Kaltes, klares Wasser. Klirre, klirre, schepper, schepper. Ich habe einen Skillpunkt. Wo hau ich denn den jetzt rein? Überall. Beeindruckend, wie der Künstler das Potenzial dieses Mediums voll ausschöpft. Wieso brennt sein Tisch? Nicht? Champion von Spielverlauf. Okay. Habe ich den Kopf schon? Nein, habe ich nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt als allererstes kurz nach Sanctuary. Ich will diesen Kopf sehen. Mhm. Wo ist es denn? Es war Concordia. Ja.
Wie komme ich auf Sanctuary? Sanctuary war das nicht. War das der erste oder der zweite Teil? Ich weiß es nicht. Ist das zweite, glaube ich. Auch im zweiten. Ich glaube auch im zweiten. Wie komme ich denn jetzt auf Sanctuary? Gott. Hey, da ist nochmal eine Quest. Schwarzes Brett. Ach, das ist, der Kopf. Na ja, gut, der ist jetzt nichts Besonderes. Der wird bei euch wahrscheinlich dasselbe sein. Ein ausländisches Arschtrittparadies. Tiny Tina. Und das ist mein großer Bruder Brick. Komm ich auch erst noch rein. Nenn mich nicht dauernd so. Das ist schräg. Es heißt, du erzählst Geschichten. Ich will eine hören. Welche willst du hören? Den Tod von Nox. Meine schaut fancy aus. Oh, vergiss es. Ich habe eine bessere Idee. Erzähl mir von einem Raid Boss. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Der schaut cool aus, ja. Wie kannst du nicht? Shh, Baby, shh, shh. Deine große Schwester regelt das. Dann begaben sich Tina und ihre drei Gefährten zum Kern des Mondes. Muss es mit Gefährten sein? Kann ich das nicht alleine machen? Nicht, wenn du überleben willst. Oder wenn du eine voll kaputte Beutekombi gefunden hast und dein Econet damit angeben willst. Okay, dann haben wir doch noch ein paar Quests, aber die sollten ja vermutlich alle relativ schnell gehen. Ach nee, warte mal, das war die Quest, dass wir den Boss nochmal töten sollen, ne? Was machen wir? Besiege den unbesiegbaren Wachposten, ja, nochmal. Aber zuerst machen wir diese Quest hier, die haben wir nämlich vorhin bekommen. Es gab nie Anlass zur Besorgnis. Seid ihr denn soweit? Jo. Du auch, Flo? Me, nimm an, das heißt ja. Die Quest heißt, erschieß dir nicht die Boten. Also, bisschen Zurückhaltung üben. Auf jeden Fall drauf feuern. Ich werde meine Granate benutzen. Halt, das ist ein Waffenschutz. Hab ich geschossen. Da gibt's einen Laser mit O. Okay. Ich glaube, ich habe einen besseren. Ja, der schießt halt 6 Mal, das ist ja halt krass. Ja, ja, den habe ich. Ah, okay. Rum, rum, töff, töff, nee, 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 nee. Stärke geworden. Sehr schön. Was denn? Monster. Ein bisschen, ja. Gut aus. Hilfe, hallo. Lade nach. Oh, braucht die lang zum Nachladen. Ich hätte die Schrotflinte nicht kaufen sollen oder genauer lesen, bevor ich sie gekauft habe. Nee, gefällt mir nicht. Ich hab eine Schrotflinte für dich, wenn du mal vielleicht magst. Weißt du, überblamen und dann verkaufen wollen. Ja, ja. Die macht verdammt viel Schaden. Die lädt mir nur viel zu langsam nach. Ich drop sie hier mal hin. Guck sie dir mal an. Ich hab die gekauft, weil die brutal viel Schaden macht. Guck dir das mal an. Nee, meine ist besser. Okay. Du magst sie auch nicht, Flo? Ich glaube, ich nehme sie. Okay. So, wo ist denn jetzt eigentlich diese Hanna, mit der wir reden sollen? Nicht da. Blind? Bin ich dumm? Hä? Kommt der Schaden auf einmal her? Ach da. Danke für deine Hilfe, Fremdling. Aber du kommst ein bisschen zu spät. Angeblich soll ein Dahlsoldat kommen. Aber ich habe so das Gefühl, das wird nichts. Und ich habe keine Zeit mehr, viele Fragen zu stellen. Du musst den Auftrag zu Ende bringen und dieses Echo einem Mädchen in Schwarz geben. Das in der Okay, Abteilung dann leg ich halt die Scheiße. Sie erwartet. Sie kennt den Code, um diese Nachricht zu entschlüsseln. Ich ruhe mich hier ein bisschen aus. Betrachte meine Schuld
als gesöhnt. Okay, dann eben zurück nach Concordia. Waren wir ja lang nicht mehr. Ich warte auf jemanden und du siehst nicht aus wie eine Henne. Tut mir leid, junge Dame. Sie ist tot. Tot? Wie schrecklich. Sie meinte, sie hätte ein wichtiges Päckchen für mich. Oh. Ich weiß, ich verlasse dieses Drecksloch von einem Mond. Dreimal Kirsche. Jetzt werde ich wohl nie erfahren, worum es sich handelte. Oh, nein, man kommt schon mal ab und zu was Gutes raus. Wie hier. Ich kenne nur einen. Oh, ganz ja. Das ist gut, wie man gut definiert. Ja, ist besser als meine Rival. Ich habe Flatter, ich habe eine Fractured Skin Anpassung bekommen. Dort, eingeschlossen unter der Erde, fand ich eine höhere Bestimmung. Jeden Tag frage ich mich, ob es richtig war, dich aufzugeben. Das Universum im Tausch gegen den einzigen Menschen, den ich liebe. Oh, Mondsteine. Aber ich schütze das Universum und somit auch dich. Die Mondsteine fällt mir noch sein. Dieses Echo ist mein Notplan. Ich sah dich nicht aufwachsen und werde wohl nicht zurückkehren. Es tut mir leid. Hör ein letztes Mal auf deine alte Mutter. Schlimme Dinge werden geschehen. Und du musst sofort von Elpis fliehen, sonst stirbst du. Du sollst wissen, dass ich immer stolz auf dich war. Dass ich das alles nicht wollte. Lüge. Und dass wir uns wiedersehen werden. Das ist so herzergreifend. Vor allem, dass sie so langsam redet. Das muss ja dramatisch sein, deswegen. Lang hat's gedauert. Danke, Fremder. Ja, lang hat's gedauert. Hier, nimm diese Waffe. Sie gehörte meiner Mutter, Colonel Tungstina Sorpedon. Ich glaube, sie hätte gewollt, dass derjenige, der ihre letzte Echo-Aufzeichnung überbringt, sie bekommt. Ich habe ein Sniper-Gewehr gesehen mit. Ich kann mein Haus von hier oben sehen. Oh, was? Von der Quest gerade. Viel besser so. Muss ich testen, ob ich mit dem Snipergewehr klarkomme. Okay. Ah ja, stimmt, ich hab's auch. Also ich hab jetzt mit Säure mit 396 Schaden. Meins hat 413, habe ich sogar ein bisschen mehr. Ne, 428. Hat da jetzt auch Feuer eine erhöhte Genauigkeit? Ja, ach, das ist schrecklich. Aber plus 120% kritischen Trefferschaden und 34% Korrosionschance. Okay. Dann haben wir noch eine Quest in diesem Gebiet. Ah! Pew! Na, ich habe ja jetzt genug Geld. Ich probiere die Waffe aus. Ist mir egal. Die Schrumpfhand ist lustig. Dann ist die total scheiße. Du schlägst dich ziemlich gut. Da kann ich nicht widersprechen. Ich muss ja mal das Ding, das Legendary-Ding ausprobieren, was du mir gegeben hast. Ja, der Schaden selber ist sehr gering, das muss einen coolen Effekt haben oder so. Alter, ich guck mal, das Ding ist zielsuchend! Okay, dann hast du den coolen Effekt. Und du schlägst halt Gegner. Dann ist das auch geil. Ah ne, warte mal, Wiederholung. Die Kugeln fliegen raus und gehen dann wieder rein. Das ist nicht zielsuchend. Ist ja noch lustiger. Also kannst du den Schaden mal 2 rechnen, den die macht. Ja. Ich mach doch gut Schaden. Könnte natürlich gerade mehr sein, aber...
schalte jetzt mal hier die Luft ein, dann kann ich sie anzünden. Ja, nee, die Waffe ist nicht gut. Hat ja nur 17.000 gekostet. Hätte ich mal sparen können. Putz! Auf zum Ausruf! Ist das da drin oder ist das draußen? Okay, das ist einfach nur gerade rausgeworden. Jupp! Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Und ich sehe zwei Typen rumstehen. Boah, ist das übel. Schade, dass ich den Skill jetzt erst am Ende bekommen habe. Desto weiter der Gegner weg ist, desto mehr Schaden mache ich. Ich mache jetzt, je nachdem, wie weit sie wegstehen, mit einem Schuss 7000 Schaden. Mit dem Schnibber. Ich habe einfach tonnenweise kleine Zahlen. So 200 oder so. Aber halt irgendwie 30 Mal. Meister Wilderer und Störben. Tagchen, ich habe... Oh ja, super. Diese Iridiumwächter sind echt listige Kerlchen. Und meine Aufgabe ist es, sie zu fangen. Keine Ahnung, warum sie damit zu mir kommen. Ich wollte den Schreibtischjob. Oh, ich bin nicht so der Outdoor-Typ. Immerhin hat man mir diese Schlingengranaten gegeben. Darin fangen sie sich, wenn sie verwundet sind. Zuerst brauchen wir jeweils einen von all den Wächtergeistern. Fangen wir mit Feuer an. Du kannst so viele von den Dingern umnieten, wie du willst. Aber meine Auftraggeber wollen von jedem Wächtergeist ein lebendes Exemplar. Also je einen, wenn er sich in seine Feuer-, Schock-, Korrosions- oder Kryoform verwandelt hat. Ich weiß, wo es lang geht. Also check dein Echo und halt dich an mich. Monsterfallen-Mod. Okay. Da. Zielsuchende Monsterfalle. Ein Schaden. Fange Feuergespenst. Okay. Okay, los geht's. Denk dran, wir wollen einen von denen lebend. Jetzt, Kumpel, jetzt setz die Schlinge gegen einen Feuergeist ein. Hoho, der kann einem ganz schön was husten. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Jetzt. Das ist ein scheiß Pokéball. Hä? Müssen wir ihn vorher schwächen? Das nicht. Glaub's fast. Okay, jetzt. Wahrscheinlich das Schild weg. Jetzt. Warte, probier's. Oh. Jetzt ist er Kryo. Pokéball! Aber er geht trotzdem. So geht das denn nicht? Ja, weil er Feuergespenst will, deswegen bring ihn so um. Konzentrier dich mal. Wir wollen die Biester fangen. Noch mal. Los, wird zu Feuer. Jetzt. Ich werfe. Pokéball. Jetzt. Das hat funktioniert. Die hässlichste Person, die ich je getroffen habe. Fange Korrosionsgespenst. Habe ich auch. I have a corrosion weapon. Ja, habe ich auch. Ich hab noch alles. Was ich nicht hand, ist ein Schildweapon. Bei dem da musst du aufpassen. Ich hab gehört, deren Säure frisst sich in Sekunden durch praktisch alles durch. Ich hab dich getötet. Okay, wir machen zu viel Schaden. Komm, Kumpel, konzentrier dich mal. Du hast ihn gerade einfach aufgehört zu fangen. Boah, halbes Leben hat er nämlich nicht, hab ich nicht mehr gefeuert. Echt, bei mir hast du geschossen. Ja, wieso ist der gerade Kryo? Weiß ich nicht, aber er ist trotzum Korrosion. Oh, okay. Ja, da kennst du dich aus, Martin, gell? Ist das eine Sie? Ich hab keine Ahnung. Mit Pokébällen. Jetzt den Schockgeist.
Ich bin voll und ganz der Oberprofi bei Pokebällen. Schau dir den an! Das ist ein Prachtstück! Ich glaube, Schock, ja, das kann jetzt nichts machen. Pass auf die Schilder! Da hab ich. Ich schieß dann einfach gar nicht. Ich hab einen Schock? Ja, ich hab sogar einen Schock. Ich muss eben das noch fangen. Naja, der muss auf jeden Fall das Schild weg haben, sonst geht's nicht. Das Schild ist noch nicht ganz weg. Jetzt ist er Korrosion, warum? Weil irgendwer mit Korrosion drauf geschossen hat. Wir wollen die Biester fangen. Ihr hättet gar nicht geschossen. Jetzt. Wo ist das eine nervige Quest? Gar nicht, wie ihm geschehen ist. Und jetzt Kryo, da kann ich mitspielen. Okay? Da hab ich auch was. Jetzt kann ich so die Waffe ausrüsten, die ich vorher dran hab. Hey, guck dir den frostigen kleinen Mistkerl an. Ich glaub, der weiß, dass wir hier sind. Es ist ein bisschen früh. Lass das Ding erstmal wieder auftauen. Das funktioniert nicht. Jetzt. Was für eine unglaubliche Energie. Kämpft bis zum bitteren Ende. Ich liebe es. Oh, ist der nicht prachtvoll. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich finde diese Wächter verdammt bemerkenswert. Ich liebe ihre Energie und man merkt, dass sie keinem was tun wollen. Sie wollen einfach nur spielen. Ich bin's, Sturvin. Ja, wir sind hier fertig. Wir haben alles, was ihr braucht. Ja, alles klar, wir sehen uns dort. Und jetzt zum Übergabepunkt. Meine Auftraggeber holen unseren Fang dort ab. Ich weiß nicht, Kumpel. Ich finde das alles nicht richtig. Die Kerle werden alle möglichen Versuche an diesen Wächtern durchführen. Nur damit sie sich dann am Kopf kratzen und sich die beste Methode überlegen können, wie sie ausrotten und... Ach, eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Ich meine, guck dir doch mal die wunderbaren Kerlchen an. Wer würde denn sowas etwas zuleide tun? Sie wollen doch nur spielen. Okay, wow. Sterben. Vorsicht, Sauerstoffvorrat bei 50%. Weißt du, diese Welt wäre besser dran, wenn es mehr Wächter gäbe und weniger Leute, die sie bis zur Ausrottung abschlachten. Gute Arbeit. Du bist ein echt guter Kumpel. Zu zweit sollten wir es mit ihnen aufnehmen können. Außer töten oder? Ich sag, wir töten ihn. So, jetzt okay, ich überlasse dir die Ehre. Begrab mich nur mit einem Bier. Mich zurück. Interessant. Ich glaube, ich sterbe, ja. Jetzt wird's interessant. Nee! Wir haben einen Vertrag. Nee! Tja, und der Vertrag ist jetzt mit den hunderten Stacks, die wir hatten, weg. Nice!